Hey, herzlich willkommen zurück bei Dishonored. Jetzt wollen wir doch mal abhauen hier. Verschont. Verdammt, eigentlich wollte ich das ja nicht. Aber naja, was soll ich sagen? Mein Gott. Danke. Nervtötendes Ziel. Da, was mache ich denn? Mein Gott, nochmal. Okay. Lass mich hier. Hey, lass mich doch dann. Leck mich doch am Arsch. Was geht denn da bei euch? Aus wie eine Wache. Ich kann nichts sehen. Ich muss in einem Keller sein. Es gibt kein Krankenhaus, das sagte ich doch. Treiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt. Es sind Stadtwachen. Die sollten doch die Leute beschützen. Naja. Das haben sie. Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns. Den Kranken. Mir geht es nicht so schlecht. Manche Leute überleben es, richtig? Oder nicht? Einer von tausend. Wahrscheinlich 10.000. Das Risiko gehe ich ein. Wenn ich hier rauskomme und es mir besser geht, werde ich mein Leben ändern. Ein Neubeginn. Ganz von vorn. Mach's gut, mein Junge. Sahi? Seltsam. Sie sehen nicht krank aus. Sie sind kein Opfer und keine Wache. Richtig. Vielleicht ein Geist aus dem großen Nichts? Mag sein. Alle paar Minuten kommt ein neuer Wagen. Wie viele wohl gestorben sind? Keine Ahnung. Man sagt, ein Drittel der Stadt. Greift ihr mich hier alle nicht an? Ich kann diese Warterei nicht mehr ertragen. Die solchen Karren kommen jetzt alle paar Minuten. Wir müssen nur aufspringen und damit wegfahren. Tolle Idee, Mann. Oh, ne. Alles gut? Alles gut. Du hast den Schlüssel. Geh weiter. Schnell geh. Geh, Wacker. Geh doch, du Idiot. Mein Gott. Lagerschlüssel. Ist das hier dein Lager? Das ist ja fantastisch. Okay. Ja, ich habe gar nichts. Alles in Ordnung. Hast du mir was zu sagen?
Nein? Okay. Ich nehme das mal mit. Da. Oh mein Gott. Das gefällt mir ja gar nicht. Was ist mit J? Okay. Warum sollte ich das Licht anmachen? Abgestochen wurde. Was geht da vor sich? Oh. Schön, wie du dich ausdrücken kannst. Aber jetzt halt die Klappe. Mir wurde gesagt, dass hier noch ein paar Infizierte herumlaufen könnten. Sie stecken ab und zu die Köpfe raus, aber ich hatte so viel mit diesen Toten aus dem Kanal zu tun, dass mich das nicht gestört hat. Die Tallboys sollen sie ausräuchern. Wenn ein Weiner entkommt, dann haben wir das gleiche Problem. Hundertfach. Okay. Deswegen müssen diese Idioten mit ihren Seuchenwagen jeden einzelnen Körper ausweiden, bevor sie ihn hier reinwerfen. Wenn wir die Lichtwand wieder aktiviert haben, wird's einfacher. Neue Wahlöltanks sind unterwegs. Endlich. Ich habe Besseres zu tun, als nach den Dingern zu suchen. Genau. Ich kehre in die Zivilisation zurück. Oder was davon übrig ist. Viel Spaß hier drin. Okay, warte. Aha. Den will ich haben, weil die Tallboys ja so gute Gesprächspartner sind. Warum bin ich noch unversehrt? Ich weiß nicht, alle dreh dich mal um. Werden von der Seuche gebracht. Jetzt kommt der dahin. Na, was denn? Nimm den. Verdammt! Dass die Überlebenden abknallen. Da müssen da ja welche drin sein. Geh ich da noch mal gucken. Lass mich doch mal hier raus. Lass mich doch mal hier raus, bitte. Gott. Selbst wenn wir rauskommen, was dann? Hör sich das einer an. Magnus sorgt sich. Was gäb's denn Schlimmeres? Zieh Leine. Meinst du wohl, die Maske würde dich schützen? Wirst du das Schwert auch benutzen? Uns befreien vielleicht? Idiot. Siehst nicht krank aus. Verschwinde besser. Ja, nicht. Wie wäre es, wieder ohne Furcht zu leben? Bin mir nicht wieder sicher. Als Mensch zu leben. Ich war Flussschiffer. Ja. Schon drei Tage. Drei Tage und ich habe Hunger. Was? Ja. Okay. Hab ich. Was? Danke. Keine Ahnung. Bleib mir vom Hals, Schmutzfink. Nee, ist klar, du hast die Seuche und ich bin Schmutzfink. Hier lebt ein Mann namens Blake. Was für ein einfallsreicher Bursche. Unsere beste Chance auf eine Flucht. Sie finden ihn in der Halle dort hinten. Sie sind gut. Den finde ich da? Aha. Die bewegen sich nur, wenn der Pfeiler aus ist.
Ich kenne dich. Du bist der Schlechter von Dunwall. Lustig, dass du hier bist. Wenn du immer noch mordlustig bist, habe ich eine Idee. Freunde von mir kommen in ein paar Tagen, um mich zu befreien. Aber dieser Blitzpfeiler muss aus. Er ist im Hof hinter diesen Gebäuden. Treppe rauf und du hast einen guten Aussichtspunkt. Nimm den Öltank raus und der verdammte Pfeiler schaltet sich ab. Bald gehen die Flutlichter an und dann kommen die Tallboys. Mach dir nichts vor, die bringen uns alle um. Erstmal. Wenn du mich fragst, nimm die Treppe. Dann siehst du das Problem. Vielleicht fällt dir sogar eine Lösung ein. Laber mich nicht voll, ich habe gerade einen Wohnungsschlüssel gefunden. Ich muss mal hier rein. Danke. So. Guck da mal, ist doch super. Denken Sie, ich sei eine Bettlerin. Ich bin eine Brimsley. Ja. Wenn ich zu Hause würde ich sie rauswerfen lassen. Das ist ja der Wahnsinn. Boah. Rede mit Blake. Ja, ja. Er ist mein Bruder. Ja. Und er weiß alles. Aha. Den komischen Pfeil habe ich ja gerade schon gesehen. Hi. Vielleicht. Send us food. Nee, ist klar. Sieht ja richtig einladend hier aus. Gib mir das. Oh, 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 oh. Schnell wieder zu machen. Hi. Oh, warte. Ach, ich dachte schon. Hey, das sind zwei. Krieg ich die beide mit dem Ding aus? Das ist eine Selbstmordmission. Versuchen wir es. Das ist ja. Pah. Ich bin die Krönung. Das ist ja der Wahnsinn. Wo wollt ihr dann hier oben hin? Ey. Wo wollt ihr dann hier oben hin? Hier ist doch nichts. Wir wollten hier raus. Hier? Okay, okay. Oh, 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 oh. So, mein Freund. Ja, okay. Warten Sie. Das ist doch nur ein Blitzpfeiler. Ein Kerl wie du sollte das hinkriegen. Ja, mag sein, aber habe ich jetzt, warte, mal F5. Sicher. So was Mutiges habe ich noch nie gesehen. Und ich arbeite seit 15 Jahren auf dem Fluss. Das ist ja der Danke, Wahnsinn. Dass das Ding aus ist. Ja. Bleib ruhig. Ich setze die Leute in Bewegung. Ja, ja, ja. Geh. Los. Wo geht ihr alle hin? Los, Bewegung. Das ist es. Sie werden uns alle töten. Erwarte nicht, dass ich jubel. Es könnte noch eine Woche dauern, bis Blakes Freunde ankommen. Ich kann zu einem Weiner werden, aber immerhin ein freier, betrunkener Weiner. Ja. Ich könnte schwören, ich hätte was gehört. Jetzt ist alles still.
okay. Na schön, Sie haben uns geholfen, aber erwarten Sie keinen Knicks von mir. Boah, halt die Fresse. Sie, ich sei eine Bettlerin. Ich bin eine Brimsley. Wäre ich zu Hause, würde ich sie rauswerfen. Geh weiter. Boah. Hä? Was ist denn jetzt los? Warum ist die Mission denn jetzt gescheitert? Ja, super. Das kann ja nicht sein. Ah, da soll ich jetzt tatsächlich die Tollwurst noch umbringen. Kein Lordregent, keine Seuche. Ich kann mich kaum dran erinnern, wie das war. Geh weg da. Was ist denn mit dir? Hier ist gar nichts, du Idiot. Los, raus hier. Raus hier. So was Mutiges habe ich noch nie gesehen. Und ich arbeite seit 15 Jahren. Ja, wir haben gerade schon gequatscht. Komm, auf. Laber nicht dumm rum. Geht ihr alle hin? Los, Bewegung, das ist es. Sie werden uns alle töten. Erwarte nicht, dass ich jubel. Es könnte noch eine Woche dauern, bis Blakes Freunde ankommen. Bis dahin. Interessiert mich, ich gehe. Alter. Lauf! Durch meine Befreiung haben sie fast schon die ganze Stadt gerettet. Sie sind ein wahrer Segen für die Gesellschaft. Scheiße. Verdammt! Das kann doch nicht sein! Ey, das ist... Oh, wir sehen uns im nächsten Part. Mach's gut. Ciao.